Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Gaming-Freunde. Heute mit Rollercoaster Tycoon Adventures. Rollercoaster Tycoon Adventures, ja, ist ein Freizeitparkmanager und dieser ist seit dem 1.11. erhältlich. Dies ist hier die PS5-Version, die ihr seht. Und lasst uns loslegen. Zum Start des Spiels hätten wir erstmal vier Optionen. Da hätten wir das Tutorial, den Adventure Mode, die Kampagne auf Deutsch gesagt, dann ein Szenario Mode, in dem ihr 16 Szenarien erspielen könnt und eben halt einen Sandbox Mode. Ich zeige euch hier diesen Kampagnen Mode und das ist halt der Start des Spiels. Ihr seht, ihr habt erstmal ein ja, relativ kleines Gebiet, in dem ihr euch bewegen könnt. Und die Gebiete drumherum, die könnt ihr mit der Zeit zusätzlich erwerben, um euren Park zu vergrößern. Das Spiel bietet insgesamt 200 Fahrgeschäfte, Buden, Attraktionen, Facility, Einrichtungen, ne, sowie Hausmeister, Toiletten und solche Dinge. Und diese habt ihr nicht alle von Anfang an zur Auswahl, denn ihr habt einen kleinen Start, eine kleine Auswahl und durch Entwicklung könnt ihr jedes Segment einzeln erforschen und somit mehrere neue Fahrgeschäfte, Bistros und dergleichen freischalten. Durch das Erfüllen von gewissen Meilensteinen steigt ihr im Level auf und schaltet somit die zusätzlichen Attraktionen frei. Und diese sorgt auch dafür, dass ihr euren Park erweitern könnt, die zusätzlichen Gebiete kaufen könnt. Dies könnt ihr nämlich nicht gleich von Level 1 an. Von Zeit zu Zeit werdet ihr mit gewissen Situationen rund um euren Park konfrontiert und müsst dort eine Entscheidung fällen. Diese haben dann halt Auswirkungen positiver oder negativer Art und verleihen dem Ganzen ein bisschen Abwechslung. Kommen wir zu meinem Fazit. Das Spiel eignet sich gut für Einsteiger des Genres, denn das Management-System ist sehr einfach gehalten. Das Einzige, was ihr wirklich beeinflussen könnt, sind die Eintrittspreise bzw. die Preise der Fahrgeschäfte. Ansonsten habt ihr nichts großartig zu kontrollieren oder zu managen, da auch die ganzen Facility-Einrichtungen nicht wirklich ja, zur Buche schlagen oder die Angestellten. Kommen wir zum technischen Aspekt und dem Spielspaß. Ich muss dies beides verknüpfen, da, wie ihr seht, die Optik ist solide, nichts Herausragendes. Ebenso der Soundtrack oder die Musikuntermalung halt stimmig und passend zu einem Freizeitparkspiel. Dieses macht dann auch Spaß und geht auch gut von der Hand, von der Steuerung. Bis zu dem Punkt, wenn eure erste Kachel gut zur Hälfte gefüllt ist, denn dann bekommt das Spiel leider echte Einbrüche, die ihr hier auch sehen könnt, die dann meine persönliche Meinung den Spielspaß hemmen und ja, aus meiner Sicht ein No-Go sind. Alle, die ein PlayStation Plus Premium Abo haben, können dies selber austesten in einer einstündigen Testversion und sich somit selber ein Bild davon machen, bevor ihr dieses Spiel kauft. Dieses kostet Regulärpreis 39,99 und ist aktuell für 27,99 im Angebot. Allen, die das nicht testen können und auf die technischen Mängel hinweggucken können, die bekommen einen einfachen, soliden und entspannten Freizeitparkmanager. Alle anderen sollten dann lieber zur Konkurrenz greifen und auf dieses Spiel verzichten.
In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch einen guten Überblick über das Spiel vermitteln konnte und würde mich über Kommentare, Likes oder sogar Abos riesig freuen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.